alle ganz herzlich zur Radiosendung des Missionswerks Evangelische Missionsgemeinden in Deutschland. Das Thema der heutigen Sendung lautet: Der Herr rettet den Hinkenden. Darüber spricht Viktor Berg. Ihr lieben Zuhörer der Radiosendung, auch ich begrüße euch mit der Liebe Gottes und wünsche uns allen Gottes reichen Segen beim Vernehmen des Themas: Unser Herr rettet den Hinkenden. Diesen Gedanken finden wir im Alten Testament im Buch Zephania, das wir letztens zusammen betrachtet haben. Und zwar ging dort die Rede von den zwei Seiten des Zorns Gottes. Der Hauptmerkmal des Alten Testaments liegt oft darin, dass wir beim flüchtigen Durchlesen ein Bild der Strenge des Herrn als erstes sehen, als ob unser Herr nur noch versucht, den Menschen zu strafen und auszurotten. Doch dann wiederum sehen wir die Gnade Gottes walten und auch das Vergeben dem sündigen Menschen all ihr Vergehen. Das sehen wir auch in diesem Buch so. Wenn wir doch die Briefe des Apostel Paulus lesen, so werden wir etwas feststellen, was uns so sehr bekannt ist. Und zwar, erst tut er die Gemeinde, zu der er sich wendet, loben. Dann bedankt er sich bei dem Herrn, dass es diese Gemeinde gibt und dass er für sie betet. Und erst dann spricht er das eigentliche Problem an, mit dem die eine oder die andere Gemeinde zu kämpfen hat, beziehungsweise den Kampf schon aufgegeben hat, auf dass sie diesen wiederum in Angriff nimmt. In einem ähnlichen Akt tun wir einander ermahnen, auf dass es effektiv umgesetzt wird. Es ist sehr wünschenswert, dem Gegenüber erst seine guten Seiten zu zeigen, auf dass er nicht einen Anschein hat. Es ist grundsätzlich alles schlecht, was er macht. Und danach mit liebevollen Worten ihn zurechtzuweisen. Wenn wir das tun, dann haben wir in der Regel eine Seele für den Herrn gewonnen. Wie tat es Zephania? Genau umgekehrt. Er schrieb zuerst die Lage auf, in der sich das Volk Israel hineinmanövriert hat, und dann zeigte ihnen auf die gnädige Art und Weise unseres Herrn Jesus. Wollen wir diesen Text noch zusammen lesen? Wir lesen aus dem dritten Kapitel vom Vers.